Moin Werder-Fans, gerade haben wir ihn gesehen hier zum ersten Mal im Weserstadion, den Rekordmann, den Rekordtransfer von Werder. Rund 15 Millionen Euro soll Davy Klaassen gekostet haben. Er wurde gerade offiziell vorgestellt und noch vor kurzem hätte wahrscheinlich kaum jemand geglaubt, dass Werder einen Spieler dieser Kategorie verpflichten könnte. Doch jetzt ist er da und warum er hergekommen ist und was die Faktoren waren, die für seinen Wechsel gesprochen haben, das hat Davy Klaassen eben erzählt. I think the real key was the meeting with the coach. He came to my home and we talked 2 or 3 hours about almost everything, about the city, about the club, about the style of play. And after that, I was quite convinced that I wanted to play here. Ja, Davy Klaassen hat Florian Kohfeldt natürlich sehr gelobt, hat das Gespräch mit ihm gelobt. Das war ein wichtiger Faktor, warum er sich für Werder entschieden hat. Umgekehrt hat Florian Kohfeldt das Lob natürlich auch zurückgegeben. Er hat in den höchsten Tönen von seinem Wunschspieler Klaassen gesprochen. Und was er sich von dem Niederländer verspricht, das hat er auch sehr genau erläutert, der Werder-Trainer. Ja, wir haben ja vorweg auch schon viel darüber geredet, welches Profil wir gesucht haben. Und ich glaube, dass Davy das zu 100% erfüllt, was wir uns vorgestellt haben. Er ist für mich ein Spielertyp, der ein sehr, sehr gutes Gefühl hat, erstmal für den Rhythmus eines Spiels. Wann kommen wir in Tempoaktionen? Wann müssen wir vielleicht auch den Ball nochmal zirkulieren lassen? Er bewegt sich unheimlich gut in Räumen, auch Ball fern. Also sein Freilaufverhalten ist extrem gut. Und dazu wird er selber torgefährlich von der Position aus. Also er ist, und das sage ich auch ganz offen, auch im Anschluss an die Frage davor, er ist für mich ein ganz klarer Fixpunkt in unserem Spiel und soll diesen Rhythmus auch bestimmen, den wir kreieren wollen im Spiel. Und dazu Passspiel, Torabschlüsse, er ist selber torgefährlich, kann den letzten Pass spielen. Und bringt natürlich auch aufgrund trotz seines ja noch jungen Alters auch schon eine Menge Erfahrung mit. Also immer internationale Spiele, hat Meisterschaften gewonnen. Also das Gesamtpaket ist einfach schon etwas, wo das Wort Wunschspieler definitiv auch richtig ist. Eins muss man festhalten, mit dem Kauf von Davy Klaassen hat Werder ganz neue Dimensionen betreten. So einen teuren Neuzugang gab es noch nie. Das sorgt natürlich für viel Aufsehen, nicht nur hier in Bremen, sondern ich glaube in der ganzen Bundesliga. Frank Baumann hat sich da mächtig ins Zeug gelegt, um diesen Transfer einzutüten. Musste sicherlich auch einige im Verein überzeugen, dass man so viel Geld ausgeben will. Und wie das alles kam und warum er das gemacht hat, das hat er uns eben auch erklärt. Ja, erstmal muss man sagen, dass natürlich an dem Transfer viele Leute mitgearbeitet haben und gerade Tim Steiten, der sehr viel unterwegs war, aber natürlich auch möchte ich mich bei meinen Geschäftsführerkollegen, beim Aufsichtsrat auch bedanken, dass wir eben einen Spieler verpflichtet haben in der Größenordnung, wie es bei Werder eben bisher noch nicht der Fall war. Und trotzdem sind wir davon überzeugt, dass das sehr, sehr gut angelegtes Geld ist. Wir müssen natürlich auch sagen, dass wir diesen Sommer durch den Verkauf von Thomas auch etwas Geld eingenommen haben, dass wir jetzt auch wieder investiert haben und wir insgesamt mit der Kaderplanung jetzt sehr zufrieden sind. Das ist eine Herausforderung finanzieller Natur auch, allerdings alles wirklich sehr, sehr vernünftig geregelt. Auch da muss man sich den Bundesliga-Vergleich mal ansehen. Ich glaube, es gibt kaum einen Club in der Bundesliga, der in den letzten 2, 3 Jahren keinen Rekordtransfer getätigt hat. Also die Preise werden immer höher und ich glaube, da müssen wir uns in einem vernünftigen Rahmen eben auch anpassen. Was nicht heißt, dass wir jedes Jahr solche Summen für einen Spieler ausgeben werden. Aber wir haben immer gesagt, wenn wir von einem Spieler überzeugt sind und das Gesamtpaket passt, dass ein Spieler uns auch sofort besser machen kann, dass er auch seine Mitspieler besser machen kann, dass er charakterlich auch zu Werder passt, zur Mannschaft passt, dann sind wir auch mutig und dann sind wir auch bereit, höhere Transfersummen zu tätigen. Und diese Überzeugung hatten wir bei Davy sowohl natürlich in der sportlichen Leitung als auch in den Gremien insgesamt. Und deswegen war die Unterstützung für diesen Transfer auch bei allen gegeben. Wenn ich Davy Klaassen nach diesem ersten Eindruck charakterisieren sollte, dann ist es ein sehr sympathischer, etwas zurückhaltender, ruhiger Typ, der aber eine klare Vorstellung davon hat, was er will und durchaus auch mal für eine nette Bemerkung oder einen Scherz zu haben ist. Und ein so ein Punkt war zum Beispiel sein Erlebnis mit Bremen, das er schon mal hatte. Er war nämlich tatsächlich schon mal hier als Jugendspieler und hat hier was durchaus Schönes erlebt, damals mit Ajax Amsterdam. I think I just remember that I played a tournament when I was young, when I was like 13 or something. I played a tournament there. Again. Yeah, somewhere. I think it was on the Werder Academy.
and we won that tournament, so it was good. Ja, also Davy Klaassen hat hier in Bremen schon mal einen großen Erfolg gefeiert. Jetzt will er mit Werder natürlich noch weitere Erfolge feiern, das ist ganz klar. Ich glaube, die Voraussetzungen sind gut. Florian Kohfeldt hat sich genau überlegt, was für einen Spieler er braucht. Er hat ihn mit Davy Klaassen gefunden. Der Niederländer hat in Amsterdam gezeigt, was er kann. Hatte jetzt ein schwächeres Jahr bei Everton, aber ich glaube, das Potenzial ist da. Und ich bin da erstmal sehr optimistisch, dass er bei Werder im Mittelfeld einschlägt und der Spieler ist, der noch gefehlt hat. Ob es tatsächlich so kommt, wird man jetzt abwarten müssen. Er wird direkt voll einsteigen ins Training, wird die Testspiele mitmachen und wir werden natürlich genau hinschauen und euch erzählen, wie er sich so macht bei Werder, der neue Niederländer.